So, und da sind wir auch schon wieder zurück bei Let's Play Legend of Legaia. Immer noch mitten im Westfosswald, aus dem wir jetzt aber auch gleich abhauen, nachdem wir uns den dunklen Stein hier besorgt haben. Was macht er? Werden wir doch gleich mal nachgucken, aber erstmal will ich aus dem Wald raus. Na komm, setz uns davor schon ab. So, schauen wir doch gleich mal nach. Erstmal alles hier wieder sortieren, besser ist es. Dunkler Stein, das heißt wieder suchen. Wir haben ja so wenig Items in der Tasche. Na, da haben wir noch den alten Heldenpanzer, das alte Astralschwert. Dunkler Stein. Erhöht die Verteidigung gegen dunkle Kräfte. Und man sieht auch als Beschreibung ein kaputter Raseru von Zongi gefunden. Ein kaputter Raseru. Dann wollen wir doch das Ding mal nach Jeremy bringen. Denn ein Raseru, der in einem Gegenstand hängt, kann, wie wir es ja schon einmal gemacht haben, von unserem lieben Zalan hier in Jeremy umgearbeitet werden in ein Schmuckstück. Also lassen wir das doch auch gleich mal machen. Danach machen wir uns dann auch direkt auf den Weg nach Sol, liebe Leute, um Metas Upgrade noch zu holen. Aber erstmal gehen wir jetzt mal Zahlern Bescheid sagen. Ja, wir haben dabei. Nun, nun, dies ist ein wirklich sehr seltenes Juwel. Darf ich es sehen? Natürlich. Ja, das ist erstaunlich. Es ist kein richtiger Edelstein, aber ist wertvoll. Ich fühle eine außergewöhnliche Kraft in seinem Inneren. Wenn ihr möchtet, kann ich für euch bearbeiten. Natürlich darfst du. Denn als Accessoire behält er ja trotzdem seine Fähigkeiten, wenn das Ding richtig umschmiedet. Aber wir haben dadurch noch eine neue Beschwörung. Dunkler Talisman. Können wir eigentlich auch gleich mal ausrüsten. Nehmen wir mal anstelle des Weisheitsrings. So, ist da unten. Da sieht man jetzt immer noch, die Verteidigung gegen dunkle Kräfte geht hoch. Allerdings habe ich jetzt wieder mal zu schnell die Tasten gedrückt. Hat Gala jetzt noch die Beschwörung von Jido? Tödliches Versprechen greift alle Feinde an. 150 MP und das nach Halbierung, also 300. Das Ding kostet also in der Beschwörung sogar mehr wie das Beschwören unserer Raseru. Schönen Dank auch. Oder? Waren das nur 25 MP Reduktion? Na, auf jeden Fall kostet er trotzdem verdammt viel. So, jetzt halten wir uns aber auch nicht lange da auf, denn wir müssen noch nach Sol. Oh, wie gesagt, es gäbe jetzt noch zwei Rasiro, die wir zum Schmuckstück umschmieden könnten. Einmal ein Wasserseru, den wir bekommen, sobald man 2000 Punkte beim Angeln erreicht hat. Wo ich mich übrigens bisher immer noch nicht mit auseinandergesetzt habe. Das wird absoluter Horror, wenn ich das mal probiere. Und indem wir natürlich hier im Muscle Dome die 100.000 Punkte erreichen, dann haben wir unseren Erdseru auch noch. Habe ich jetzt noch nicht besorgt, auch auf meinem vorbereiteten Speicherstand noch nicht. Denn als ich den Meisterkurs mal angehen wollte, der übrigens trotzdem knalleschwer ist, da man dort ohne jegliche Ausrüstung kämpft, außerhalb von den Accessoires, also sprich, man hat keine Waffen, gar nichts mehr, hat sich natürlich leider Gottes dadurch erledigt gehabt, dass mir mehrfach das Spiel abgestürzt ist. Und ich es dann irgendwann aufgegeben habe. Deswegen muss ich mich irgendwann wohl mal, keine Ahnung, wie oft durch den Anfängerkurs bolzen. So an die, lass mich lügen, mal 8 Münzen, 8000, 80.000, ja so etwas, ja auf jeden Fall über 100 Mal. Und sowas macht man nicht am Stück. Das machen einem die Nerven nicht mit. Deswegen, ich werde es auf jeden Fall noch zeigen, das ist klar. Warum auch nicht. Aber das wird dann auch auf jeden Fall im Beschwörungsspecial sein. Und wie man sieht, hier haben wir jetzt die Möglichkeit, Meta auf Level 9 zu upgraden. Und auch damit hat Warnmeta als neue Beschwörung mit drin. Man sieht es wieder, 240 Magiepunkte, Inferno-Angriff. Das verspricht doch schon mal interessant zu werden. Das einzig Nervende ist, wir dürfen hier aus dem Keller wieder rauslaufen, da hier ja keine Feinde mehr sind.
Die ganze Stadt haben wir hier endgültig dank dem Wiedererwecken des Genesis-Baums gesäubert. Das heißt, jetzt dürfen wir hier aus dem Keller wieder rausjoggen. Und dann werde ich noch einmal die drei Beschwörungen zeigen. Also sprich Meta, Terra und Ozma. Genauso wie Jado. Und dann suchen wir uns erstmal das nächstbeste Gasthaus, um die MP dann auch wieder aufzufüllen. Und dann würde ich sagen, können wir uns so langsam ans finale Dungeon machen. Komm mal, gib Fersengeld. Wir müssen hier noch rauskommen. Haben wir noch ein bisschen was vor. Das ist unser Kontrollraum. Aufzug. Ja, da war das ja aus welchen Gründen auch immer nicht bis in den Keller fährt. So, wo könnten wir das denn jetzt im Schnellformat einfach mal machen, dass ich euch die drei oder die vier Beschwörungen zeige? In Rem Elm wollte ich das eigentlich nicht machen. Das wäre ein bisschen schade drum. Tür des Windes, das Sorencamp geht nicht. Uromais. Wo machen wir das jetzt? Ach, wir können das eigentlich auch hier direkt vor der Tür machen, was soll's. Mal kurz rausjoggen, sich da die Gegner suchen und dann einfach mal eben kurz die drei Beschwörungen rauspacken. Warum mache ich das jetzt schon? Ganz einfach. Es sind wirklich besondere Beschwörungen. Ich werde sie auf jeden Fall auch nochmal zeigen, wenn es an das, ich nenne es jetzt mal einfach so, Zeru Summon Special geht. Aber ich denke mal, die drei, da sie uns ja nun wirklich das ganze Spiel durch schon begleiten, haben es schon irgendwo verdient, auch schon vorher gezeigt zu werden. Ist zumindest meine Meinung. Ich habe die Glücksglocke immer noch angezogen. Da muss ich mich auch nicht wundern, dass erstmal keine Kämpfe kommen. Bienenkönigin und sauren Schleim. Tut mir ja leid, Leute. Aber, nee. Ihr beide blockt erstmal und erstmal holen wir jetzt Jido. Wollen wir nochmal schauen. Weil an Jido kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Das ist ewig lange her, dass ich den mal gesehen habe. Da haben wir noch Zombies eigentlicher Ra-Zero. Ziemlich evil. Das war dann wohl ein klassischer One-Hit im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, der Junge hat Bums, das muss man ihm lassen. Da sehen wir noch schon, Ozma jetzt mit dem richtigen quasi weitergebildet zu einem Schild. Na, Halleluja. So, dann ziehen wir Noah jetzt einfach mal ganz kurz die Glücksglocke aus und die Pechglocke an. Danke. Dann geht die ganze Sache schnell. Hat Gala jetzt eigentlich noch die 160 Magiepunkte? Ja, locker hat er die noch. Sehr schön. So, mit ein bisschen Glück kriegen wir jetzt die Kämpfe nämlich hier ein bisschen schneller. Ja, so muss das sein. Und dann darf auch gleich mal, würde ich sagen, Gala wieder anfangen. Denn er ist der von den dreien am langsamsten. Und dann lass doch mal schauen, was mit Ozma ist. Mal ganz abgesehen davon, dass wir die KP noch gemütlich nebenbei aufladen können, was nicht verkehrt ist. Oh, mal schauen, was Ozmas wahre Form ist. Und auf jeden Fall ziemlich viel geblitzt, Dingse. Also Ozma ist ein Felsen. Okay. Ah. Alles klar. Sagt Hallo zu Ozma. Er
sieht nicht wirklich spektakulär aus, das muss man schon sagen, aber die Power, die er halt einfach hat jetzt dadurch, ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Disco Inferno hätten sie den Angriff auch nennen können, so wie das blitzt. Aber wie man sieht, um die 5000 Schaden auf jeden Gegner. Ja, kann man mit arbeiten. Du hast jetzt ernsthaft ein Level-Up gekriegt durch diesen blöden Kampf. Na, Gratulation dazu. Man braucht keine Ahnung, wie viele Millionen, um weiterzukommen. Und er kriegt durch so einen billigen Kampf ein Level-Up. Auch nicht schlecht. Gut. Da wir es ja eh gerade in umgekehrter Reihenfolge machen, wäre als nächstes da wohl Terra dran. Also, einmal blocken, dann beschwören wir mal Terra mit unserem Königinnendrehschlag. Wie war es anders zu erwarten, als dass es bei einem Windangriff ist? Und da haben wir Terra. Ziemlich majestätisch, muss man ja wirklich lassen, also da passt der Name sogar richtig. Und was passiert jetzt? Aha. Okay. Oha. Jetzt gibt's Schnitzel. Oh, um die 4000. Das ist auch schon mal nicht verkehrt. Gala hätte ja noch mehr Schaden jetzt mit Osma machen können, wenn er den 20% Intrigen angehabt hätte. Ja, Noah. Freudig. Ich hatte jetzt eigentlich auf eine etwas andere Geste gehofft, um halt besser zu sehen, wie Terra sich weiterentwickelt hat, aber das war uns wohl nicht ganz gegönnt. So, einen Kampf gibt's dann noch, in dem Meta sich dann einmal austoben darf mit seinem Inferno-Angriff. Und danach wird sich auch schon ein Gasthaus gesucht. So, und da sehen wir es auch schon. Ziemlich viele Spikes. Mhm. Ja, Meta muss natürlich einer auf Oberpunk-Ritter sein. Irgendwie musste das ja sein, oder? Überhaupt nicht übertrieben. Nein, nein, nein. Ganz und gar nicht. Inferno-Angriffe. Okay, es brennt alles. Das steht auf jeden Fall fest. Das kann man nicht abstreiten. Und... okay. Oh. Ohne irgendwelche Magieschadenserhöhenden Sachen schon die 5000 geknackt. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Kann man lassen. Gut, jetzt haben wir uns damit aber auch schon lange genug aufgehalten. Wie gesagt, zwei Stück gibt's noch, die ich aber im Moment auf keine meiner Spielstände in irgendeiner Form in meinem Besitz habe. Jetzt suchen wir uns noch eine Möglichkeit, wo wir Schnellformat übernachten können. Und das nehmen wir jetzt einfach mal Boomer für. Und dann werden wir uns auch schon auf den Weg nach Rimmelm machen, so viel steht fest. Denn es steht noch ein bisschen was an. Ich werde das Equip nach dieser Folge nochmal überarbeiten, damit die Accessoires richtig passen. Dass man da auch sauber durchkommt, ohne großartig Stress. Hier war das Gasthaus, sehr schön. Genau, hier wollte ich ja auch hin. 200 Gold, ja, haben wir, komm. Danke für eure 200 Gold, führt diese Gäste auf ihr Zimmer. Mit welchen imaginären Hotelbediensteten redet ihr eigentlich alle immer wieder? Oder ich muss das noch nicht mal nach dem Video machen, ich kann es eigentlich auch jetzt kurz machen.
Feiglingherz brauchen wir. Na komm, entfernen wir erstmal alles jetzt. Oder obwohl Kriegerseele und Mutedelstein kann er behalten. So, das kann aber weg, das kann aber weg, das kann aber weg. Und Gala braucht den dunklen Talisman auch nicht mehr. Jetzt schauen wir erstmal durch. Wahn hat Kriegerseele, Mut, Edelstein, Angriffsstärke der Künste und so weiter. Nee, das machen wir anders. Das machen wir ganz, ganz anders. Noah kriegt jetzt erstmal den Power Ring wieder zurück. Dass sie den auf jeden Fall hat. Na, wo ist er denn jetzt schon wieder? Hallo. Power Ring, da ist er. Genau. Und noch ein Item kann sie brauchen. Wahn kriegt dann auf jeden Fall. Ja, genau so mache ich das. Ja, ich fange schon wieder an mit Selbstgesprächen. Das ist wieder ganz, ganz ungesund, ich weiß. Aber es gibt noch eine Sache, die ich kaufen möchte. Und die kriegen wir nur in Ushas Forschungszentrum. Das machen wir nochmal eben ganz kurz. Usha Forschungszentrum. Es steht drauf und ich muss natürlich noch davon weggehen. Weil ich natürlich wieder langsamer denke, wie ich lese. Oder handle, je nachdem. Aber er kennt das nicht. So, ja, lass uns landen, danke. Denn es gibt hier noch unsere Elfenbeinbücher zu kaufen. Und die würde ich ganz gerne nämlich dann dabei haben. Na, lass. Genau. Danke, dass du uns den Aufzug runterschickst. Das ist sehr, sehr nett. Dann nehmen wir den auch gleich mal, um da wieder hochzukommen. So viel steht fest. Ja, komm, pump, pump, pumpt. Was ein Zusehen hier. So, und damit sind wir jetzt wenigstens auch schon wieder hier oben. Die Angeln haben wir uns ja schon geholt. Was darf's sein? Zweimal Elfenbeinbuch, bitte. Bronzefarbenes Buch haben wir ja schon. Die Pechglocke brauchen wir auch nicht mehr. Heilbeere und so weiter. Da gibt es jetzt erstmal nichts mehr, was wir sonst noch kaufen könnten. Braucht ihr noch etwas? Nein? Gut. Dann rüsten wir die Leute noch einmal aus, damit ihr das Setup auch seht. Denn jetzt haben wir drei Elfenbeinbücher. Deswegen kriegt auch jeder eins davon. Damit man einfach ganz gemütlich da unten die Serus zwischendurch absorbieren kann. Wo haben wir es denn? Da ist das Elfenbeinbuch und Gala kriegt auch noch mal eins. So, Vaan ist damit ausgerüstet. Noah kriegt jetzt noch ein Support-Accessoire, würde ich erstmal sagen. Oder? Habe ich bei. Ach, wir haben zwei Zauberjuwele. Alles klar. Schluck auf. Entschuldigung. Das war der Gegenangriff. Stiehlt Objekte. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Was nehmen wir denn? Wir wollen uns ja jetzt nicht großartig um die Kämpfe eigentlich drumherum drücken, sondern wegen den Seru. Also nehmen wir mal den goldenen Kompass mit als Support-Item. So, die HP sind voll, die MP sind voll. Dann würde ich sagen, machen wir uns noch mit dem Aufzug auf den Weg nach unten. Und auf die Weltkarte zurück. Auf geht's. Wie gesagt, das hat jetzt seinen Grund, dass ich die Glücksluke nicht mitgenommen habe, sondern lieber den Angriff für den Erstschlag. Wir werden die Items sowieso noch ein einziges Mal tauschen. Aber werden wir Rimmelm jetzt endlich retten können? Das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und tschö, tschö.